Wie können sich Unternehmen vor Cyberangriffen schützen und im Ernstfall richtig reagieren? Angriffe auf die IT-Landschaft von Unternehmen häufen sich und die Schäden sind immens. Welche Maßnahmen sind dabei vorbeugend und unmittelbar nach einem erfolgten Angriff sinnvoll? Betrachten wir dazu zuerst Angriffsmodelle und typische Schwachstellen im Unternehmen. Verbreitet ist der Diebstahl von Daten und Geschäftsgeheimnissen. Daneben geben sich Angreifer als Chef aus, um Überweisungen auszulösen oder nutzen Schadprogramme, die zur Verschlüsselung aller Daten und Lösegeldforderungen führen. Einfallstor für Hacker sind dabei die Hard- und Software, zu weitreichende Berechtigungen, schwache Passwörter oder häufig auch ein zu sorgloses Nutzerverhalten. Grundlegende vorbeugende Maßnahme ist der Einsatz einer Patch-Management-Software, die die verwendete Software automatisch auf dem aktuellen Stand hält. Mitarbeiter können durch regelmäßige IT-Sicherheitsschulungen sensibilisiert werden. Wichtiger Baustein ist zudem ein Notfallplan, ein sogenannter Incident-Response-Plan. Dieser Incident-Response-Plan benennt ein Krisenteam, das im Falle eines Angriffs alle Vorgänge koordiniert und mit Fachabteilungen, Unternehmensleitung, Technikern, Anwälten und Versicherungen kommuniziert. Außerdem ist ein detaillierter Ablaufplan mit erforderlichen Aktionen und jeweils verantwortlichen Mitarbeitern enthalten. In regelmäßigen Krisenübungen sollte der Plan eingeübt und laufend verbessert werden. Für den Notfall kann außerdem bereits im Voraus ein Netzwerk zu externen Dienstleistern aufgebaut werden. Auch eine Cyberversicherung kommt in Frage. So kann neben den technischen Aspekten eines Angriffs schnell auf den wichtigen Punkt der externen Information und Kommunikation reagiert werden. Denn wann müssen Lieferanten, Kunden und Behörden informiert werden? Um Bußgelder zu vermeiden, sind umfangreiche Meldepflichten zu beachten, beispielsweise gemäß der Datenschutzgrundverordnung. Je nach rechtlicher Einordnung des Angriffs müssen entweder nur die Aufsichtsbehörde oder sogar sämtliche betroffene Kunden des Unternehmens informiert werden. Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Versorger, Unternehmen im Gesundheits-, Lebensmittel-, IT- oder Bankensektor müssen zusätzliche Mitteilungspflichten beachten. Börsennotierte Unternehmen trifft eventuell die Pflicht zu einer Ad-hoc-Mitteilung. Die Ausgestaltung solcher Meldungen hat erheblichen Einfluss auf die Reputation des Unternehmens. Es gilt daher, zwar rechtskonforme Meldungen abzugeben, aber Reputationsschäden möglichst zu vermeiden. Für Unternehmen sind Präventionsmaßnahmen ebenso wichtig wie die Festlegung reaktiver Maßnahmen zum Verhalten unmittelbar nach einem Angriff.